Marco. Gut, das wären dann wohl alle. Diese Strategiebesprechung ist hiermit eröffnet. Verstanden. Ich fasse noch einmal die aktuelle Lage zusammen. Gestern wurden zwei Rettungscrew-Mitglieder und ein Rettungshund gefunden. Und das alles dank K-Storm, dem einzig waren, dem ihr jetzt ein Abo dalassen solltet. Der Verbleib von vier weiteren Kollegen ist allerdings unbekannt und die Shepherd ist nicht einsatzbereit. Ich würde also sagen, dass wir bei unserer Hauptmission Captain Olimars Rettung auf einige Hindernisse gestoßen sind. Unsere oberste Priorität ist die Suche nach unseren vier Kollegen. K-Storm, Ochin, fliegt in das Gebiet, aus dem unser Radar die Signale empfangen hat und findet die vermissten Rettungscrew-Mitglieder. Colin und ich bleiben beim Schiff. Wir werden euch von hier aus mit Informationen unterstützen. Keine Sorge, über die Drahtlosverbindung der Shepherd können wir jederzeit miteinander kommunizieren. Normalerweise würde ich einem Neuling nicht so viel Verantwortung zumuten, doch ich habe gesehen, was du leisten kannst. Außerdem steht ja auch Ochin zur Seite. Ihr zwei seid ein super tolles Team. Chefin, was wird denn jetzt aus der Suche nach Captain Olimar? Sollen wir sie offiziell auf später verschieben? Nein! Vielleicht finden wir ihn ja, während wir nach den anderen Rettungscrew-Mitgliedern suchen. Ich werde diese Mission weiterhin als aktiv führen. Nur für den Fall. Gut, dann erkläre ich diese Strategiemission für hiermit beendet. Verstanden. Mission Olimars Rettung. Captain Olimar ist auf einem unerforschten Planeten gestrandet. Mach ihn ausfindig, während du nach den vermissten Mitgliedern der Rettungscrew suchst. Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ich bin mega gehypt auf heute, weil es für mich schon wieder 2-3 Tage her ist seit der letzten Aufnahme. Deswegen bin ich umso gespannter, wie es heute weggeht. Und Colin möchte, dass wir zu ihm kommen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Colin. Es wird dich freuen, einige neue Funktionen auf dem Tablet habe ich installiert. Und das könnte dir die Arbeit erleichtern. Sie sind sehr praktisch, also sieh dir die doch mal an, wenn du eine Minute Zeit hast. Gut, das war's auch schon. Was hatte ich sagen wollen? Bist du bereit für die nächste Expedition? Ja, warum denn nicht? Sind die Gebiete, die du derzeit erkundet hast? Ja, das um das Schiff herum und dieser Underground. Aus der letzten Folge, genau. Sonnige Anhöhen. Dort könnte sich ein Mitglied der Rettungscrew aufhalten. Schnell, wir müssen die Suche beginnen. Dann steppen wir da doch rein. Oh, die Zwiebel hebt auch ab. Sonnige Anhöhen, Fortschritt 0%, niemanden gerettet, keine Schätze und Zwiebeln. So, und da wären wir auch schon. Hallo, hallo, hier spricht Colin. Meinen Daten zu folgen, bist du ohne Zwischenfälle im Zielgebiet angekommen. Einen Moment, ich lasse die Chefin erklären, wie wir bei der Rettungsmission vorgehen. Claro. Siehst du die Uhr da oben links auf dem Bildschirm? Sie ist so synchronisiert, dass der Zeiger den rechten Rand erreicht, wenn auf diesem Planeten die Sonne untergeht. Suche tagsüber nach unseren vermissten Kollegen, kehre aber unbedingt zum Basiscamp zurück, bevor es dunkel wird. Was müssen wir sagen? Verstanden, richtig? Verstanden. Wir zählen auf dich. Oh, vielleicht hast du dich schon gewundert, was diese Zwiebel in der Nähe der Bagel macht. Den Informationen aus dem Logbuch zufolge dient die Zwiebel dem Pikmin auch als Transportmittel. Für ein schnelles Vorankommen ist es immer gut, Hilfe zu haben. Lass dich da draußen also von den Pikmin unterstützen. Heißt das also in der Theorie, wir können unendlich Pikmins mit uns rumnehmen? Das wäre krass. Zeit, die Pikmin zu rufen. Pikmins? Ja, warum nicht alle? Also, ah nee, 20 stand da. Okay. Ich muss jetzt wieder in die Steuerung reinkommen. Oh, da laggt es auch schon. Kritisch. Aber es gab ein Update, es sollte besser auf. Hier können wir doch wieder neue Pikmins holen, nicht? Ich liebe das Spielprinzip, aber ich merke schon anhand der Zuschauerzahlen. Pikmin ist nicht so ganz beliebt, aber ich kann mir auch vorstellen, warum. Ich glaube, Pikmin
ist so eine, ich sag's mal, relativ eigene Nische. Wo halt Leute, die das feiern, die gucken sich das wahrscheinlich super gerne an. Und ich glaube, für Neulinge ist es eher so ein komisches Konzept wahrscheinlich. Weil es, also, es passt jetzt gar nicht in mein übliches Video-Repertoire, das Französisch und heißt, keine Ahnung eigentlich. Es klingt Französisch. Ich hoffe, es ist Französisch. Ich muss ein Stück leiser machen. Nein, das ist einfach, ich glaube nicht, dass Pikmin für jeden was ist. Es passt auch gar nicht eben in mein Video-Gedöns rein, weil ich ja meistens eher anderen Content und Stuff mache. Oh, das war komplett dein... Ach, der ist schon down. Achso. Nee, ist er nicht, oder? Doch, ist er. Kann ich damit jetzt was machen? 3 Stück können damit was machen. Wir saugen seine Energie aus und werden damit krasser. 20 brauchen wir. Wir haben nur 14. Oh, hier gibt's 5. Ja, schmeiß mal 100.000 drauf, dann geht's doch schneller, oder nicht? Ja. Ich habe relativ wenig Ahnung von Pikmin. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich nochmal in Pikmin 3 Videos reingeschaut habe, dass ich tatsächlich so gut wie keine Ahnung vom Spiel habe. Das ist nicht gut. Also sagen wir es so, ich bin komplett Neuling eigentlich. Colin, warum kommen denn keine neuen Pikmin aus der Zwiebel? Wir empfangen Lebenszeichen, denen zufolge sich die Anzahl der Pikmin innerhalb der Zwiebel erhöht hat. Aha. Vielleicht kann sie nur bestimmte Anzahl Pikmin an der Oberfläche aufhalten, damit zu große Verluste vermieden werden. Als wären das so Soldaten. Okay, Entschuldigung. Das heißt, wir haben jetzt 20 Pikmin. Pikmins? Pikmins. Oder? Genau. Und mit den 20 konnten wir doch hier irgendwas machen. Ja, das hier. Was ist das eigentlich? Können wir bitte uns ganz kurz über die Bewegungssteuerung unterhalten? Jedes Mal, wenn ich A drücke und mich bewege, verschiebt sich das. Das ist mega bad. Ein hübscher Stein, oder? Ein Schatz ist das wohl nicht, aber vielleicht kann man damit was machen. Ich sehe mal in Olimars Logbuch nach. Rohmaterialien. Rohmaterial wirkt auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Stein. Doch tatsächlich handelt es sich um eine fossilierte Biomasse. Diese schmilzt bei Erhitzen und bildet eine lehmähnliche braune Substanz, die gut formbar ist und vielseitig eingesetzt werden kann. Gut, dann lass uns das doch mitnehmen. Wenn es um Maschinen geht, kenne ich mich ganz gut aus. Aber ich weiß nicht, wie man Materialien weiterverarbeitet. Wenn nur Russ da wäre, er wüsste bestimmt, etwas damit anzufangen. Ich bin mir sicher, Russ ist der Nächste, den wir befreien. Ist aber nur so eine Vermutung. Vorläufig sollten wir das Rohmaterial einfach einsammeln. Wenn Russ wieder da ist, würde er sich bestimmt darüber freuen. Das ist skurril, weil wenn ich werfe und dabei, seht ihr das? Die Controller bewege, dann ist das nicht gut. Und ich bin halt ein Mensch, der beim Schnelltippen immer diesen hier macht. So tippe ich dann, ja? Und das ist nicht gut. Okay, er bringt das zurück und dann gehen wir mal weiter. Oh, die bringen das dahin. Nicht dahin. Ah ja, das ist ja auch nur für Pigments. Habt ihr alles? Ja. Dann kommt mit. Wir steppen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Das Game ist total offen. Ich liebe es. Ja, wir steppen einfach hier lang, nicht? Bitte komm, K-Stone. Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen. Um unsere vermissten Kollegen zu finden, wirst du auch Otchins Hilfe brauchen. Mit seinem guten Geruchssinn kann Otchin die Fährte unserer Kollegen aufnehmen. Halte Y gedrückt, um die Aktion aufzurufen und wähle dann mit Hilfe von dem linken Stick die Aktion Auftrag. Für den Auftrag sollte der Auftrag Such genau das Richtige sein. Damit bringt dich Otchin direkt zu dem, was du suchst. Alles klar. Bei einem Rettungsmission arbeitet man gegen die Zeit. Mach dir dein Dandori-Können zunutze und finde unsere Kollegen. Du wirst verwirrt sein, K-Storm. Hast du den Begriff denn noch nie gehört? Ich erkläre es dir am besten. Dandori bedeutet, seine Aktion vorausschauend zu planen und beim Verfolgen seine Pläne effizienter vorzugehen. Dieses Wissen ist etwas in Vergangenheit geraten, aber bei der Rettungscrew bemühen wir uns, es umzusetzen. Es ist sehr wichtig, dass man sein Dandori-Können verbessert. Wenn du nach unseren Kollegen suchst, wirst du es dringend brauchen. Öffne für den Auftrag einmal mit Y die Aktion und gib Otchin den Auftrag, unseren vermissten Kollegen zu suchen. Das hatte ich tatsächlich vor. So. Lass deinen Hund nach Gestrandeten suchen. Genau. Und jetzt sagt uns der Doc, wo es lang geht. Otchin, folge der Fährte. Ja, Entschuldigung. Achso, ja, 1, 2, 3. 3 von euch bringen das weg.
Und die anderen machen die Wand hier schon mal auf. Oh nein, schon wieder hiervon? Das Ding ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich die alle wieder hinten abholen, richtig? Das heißt, wir gehen gleich mal mit denen mit. Aber ist da drin einer? Die Fährte führt direkt zu diesem Tunnel schon wieder. Ist da Rust drin? Na sowas, da ist ja auch noch eine Höhle. Hier wimmelt es nur so von Kreaturen. Auf der Flucht vor ihnen könnte sich unsere Kollegen in die Höhle gezogen haben. Wir sollten uns da drin mal umsehen. Das ist eine tatsächlich gute Idee. Ich würde einfach ganz gerne meine Pikmin wieder mitnehmen. So ist das besser. Jetzt haben wir wieder alle unsere Pikmin. Einfach betreten, dann rein da. Ob es wohl einen Logbucheintrag zu diesen Koordinaten gibt? Ja, hab ihn gefunden. Ulima hat einfach alles aufgeschrieben. Frostkaverne. Auf der Suche nach Delfinteilen betrat ich eine Höhle und traf auf eine Kreatur, die allen Naturgesetzen trotzt. Und sie schießt eiskalte Luft aus, wenn es nur Pikmin gäbe, die an die Kälte angepasst sind. Das Ökosystem dieser Planeten ist voller Mysterien. Seht euch das mal an. Dieser Ulima ist ja ganz schön gründlich. Wenn man nach diesem Logbucheintrag geht, sollte man Pikmin mitnehmen, wenn man eine Höhle betritt. Die Bagel kann die Pikmin zur Höhle bringen, sodass man sie nicht erst an der Basis abholen muss. Die Pikmin, die sich schon an der Oberfläche befinden, kehren automatisch zur Zwiebel zurück, wenn man die Höhle betritt. Das heißt, wir steppen hier rein und nehmen alle Pikmin mit. Wäre ja lost, wenn nicht, oder? Vielleicht habe ich diese Strategie noch nicht ganz rausgefunden, aber im Normalfall finde ich es schlau, so viel wie möglich mitzunehmen, um mich verteidigen zu können. Vor allen Dingen, wie sterben Pikmin eigentlich? Ich kann mich da nicht... Das kann doch nicht sein. Ich habe... Ich komme mir richtig doof vor, weil ich das nicht weiß jetzt. Skurril. Da wären wir auch schon. Gut gemacht, Otchin. Du hast eine gestrandete Person gewittert. Das könnte einer unserer vermissten Kollegen sein. Schnell, bringen wir diese Person in Sicherheit. Das ist eine gute Idee. Ich mag es immer noch nicht, wie viele Cutscenes hier gibt. Das ist tatsächlich noch so mein Kritikpunkt Nummer 1. Habt ihr alle eins? Sehr, sehr schön. Otchin? Otchin ist verbuggt. Auch schon wieder eine Cutscene. Größter Kritikpunkt. Was ist denn? Um einen Schatz handelt es sich wohl nicht, oder? Schatz oder nicht, es scheint eine kleine Menge Glycerium enthalten zu sein. Dann spricht doch nichts dagegen, besiegt die Kreaturen als Sam. Jedes kleine bisschen Glycerium hilft uns weiter. Okay. Kann Otchin jetzt auf Otchin wechseln? Da rein. Let's go. Ihr macht das fantastisch, zu euch komme ich gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, komm, alle rein da. Sind 7, okay, perfekt. Wer ist das da vorne? Sieht auch skurril aus. Wir gehen erstmal zurück und nehmen unsere Pikmin wieder mit. Was ist das? Ein Kompass. Ich liebe es, dass es Gegenstände aus der echten Welt sind und wir so Miniaturdinger sind. Also ich weiß ja nicht, wie viel Ahnung ihr von Pikmin habt. Ich habe gar keine Ahnung von Pikmin, ja. Scheinbar. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem bemerkenswert. Oh, hier gibt es ziemlich viel. Okay, wir brauchen wieder Otchin. Bam! Ah nein, das ist zum Stärkermachen, ich erinnere mich. Habt ihr das gesehen? Ihm ist eine Blüte gewachsen. Was geht da vor? Bei dieser Substanz handelt es sich um Nektar. Wenn die Pikmin ihn zu sich nehmen, stimuliert das ihr Wachstum. Dem Logbuch zufolge bewegen sie sich die kleinen Kirchen umso schneller, je mehr sie gewachsen sind. Es sind wirklich ungewöhnliche Lebewesen. Ja, tatsächlich, ich erinnere mich daran. Ja, einfach alle draufwerfen, bis es nichts mehr gibt, oder? Alle 20 sind geupgradet, let's go. Sind hier hinten noch welche? Nö. So, wir sind stärker. Gegen ihn. Wir ballern einfach alle drauf. Kann Otchin, aber was bist du denn? Wie furchtbar, es ist eingefroren. Das sieht aber sehr durchsichtig aus. Verwende doch mal die Pfeife, um zu sehen, ob es noch reagiert. Eis-Pikmin. Bitte was?
Handelt es hierbei auch um ein Pikmin? Mal sehen, was dazu im Logbuch steht. Eis-Pikmin. Da Pikmin zur Hälfte Pflanzen sind, hätte ich nie mit einer Eis-Variante gerechnet. Eis-Pikmin können durch ihre Körpertemperatur Wasser und Kreaturen gefrieren lassen und wie Eis auf dem Wasser schwimmen. Bitte was? Nur mit dem Wasser begießen sollte man sie nicht. Alles Klärchen. Ihre Körper bestehen aus Eis? Absolut erstaunlich, dass sie sich mit einem eingefrorenen Körper bewegen können. Ja, interessant. Oh, er ist tot? 25. Das sind ja eine ganze Menge Pikmin. Ist deine Truppe im Moment größer als gewöhnlich? Oh, das verstehe ich. Im Untergrund kann man mehr Pikmin als normal haben, wenn man zum Beispiel Wilde findet, die man fangen kann. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. So. Einer nimmt noch den Eisbrocken mit, Guys. Ihr macht das fantastisch. Guys, Pikmin 4 wie immer. Ich hoffe, ich vergesse nicht, Werbung einzublenden. Unten in der Videobeschreibung ein bisschen günstiger bei Instant Gaming. Als Download dann für den E-Shop. Checkt es auf jeden Fall aus. Ihr unterstützt mich dadurch, ohne dass ihr mehr bezahlen müsst. Und das ist so ein, wie an Weihnachten, ein Geben und Nehmen. Ich gebe euch was und ihr nehmt euch was. Ist das nicht schön? Ich muss die Pikmin wieder abholen, oder? Das finde ich tatsächlich noch nicht ganz so gut gelungen, dass man Pikmin immer abholen muss. Aber nun gut. Otchin kommt wenigstens zurück. So. Wir haben jetzt aber noch 5 Eis-Pikmin. Und ich bin mir sicher, die sind auch ein bisschen krasser. Das da oben sieht sass aus. Sind das Tempo-Taschentücher? I don't know. Lass uns mal wieder zu Otchin wechseln. Oh, wir können auch zu den Eis-Pikmins wechseln. Wenn ich nicht davor sitzen würde, seht ihr das hier unten. Aber wir brauchen jetzt Otchin, der da mit Super-Speed reinrennt. Und Nektar. Nein, nein, nein. Lass uns die Eis-Pikmins stärker machen. Ja, komm. Können die noch stärker werden? Ist nur so eine Frage. Nee, ich kann das nicht mal mehr anvisieren. Okay. Down. Der Pikmin nimmt den auch gerade mit, oder? Ja. Wie viele waren das? Ich weiß es nicht. Einer noch dahin. Let's go, ihr macht das. So, und hier brauchen wir auch noch mal 10. Für was eigentlich? Ah, für die Dinger. Ist da was? Oh, die leben noch? Nehmt ihr den mit? Ja. Eine Ladung wurde transportiert. Das ist aber schön. Das hier, ah, das war nur so ein Durchgang in Anführungszeichen, ein Shortcut. Okay. Naja, ich bin immer noch nicht ganz in Pikmin innen drin, so. Und ich bin mir sicher, viele von euch auch nicht so. Ich bin mir sicher, das ist für uns beide, so für euch und für mich, ein neues Erlebnis auf jeden Fall. Also eigentlich für mich nicht, aber ich habe halt so wenig Ahnung. Das ist schon wieder als neues Erlebnis zählt. Mehr Pikmin. Warte, euch kann ich aber dann direkt gleich hier Nektar geben. Habt ihr? Let's go. Ihr habt gelbe Blüten. Das ist schon sass. Das sieht anders aus. Wie brauchen wir 5? 1, 2, 3. Wir schießen einfach mehr, okay? Oh, da passiert wieder was. No? Diese Knolle wirkt ja ganz schön unruhig. Die Farbe ist etwas blass für eine Zwiebel. Was meint ihr? Sollten wir sie mitnehmen? Auf jeden Fall. Vielleicht wachsen da ja Eispigments. I don't know. Man kann es nicht wissen, Guys. Das Spiel steckt voller Überraschung. Passiert da noch was? Ihr 5, ihr tragt das bitte weiter. Genau. Oder ihr 9. Das sieht cursed aus und du da hinten... Oh, du bist der Typ, den wir suchen. Okay, ja, zu dir kommen wir gleich. Ich nehme meine Pikmin mit, weil das wird doch nicht so einfach sein. Da wird doch jetzt ein Ultra-Bosskampf kommen. Oder erstmal wieder neue Zwiebelzeugs. Diese Knolle sieht für eine Zwiebel etwas ungewöhnlich aus. Bringen wir sie an die Oberfläche, damit wir die beiden miteinander vergleichen können. Ja, die eine escaped, die andere nicht. Sag bloß, dir ist das entgangen. Es tut mir leid. Ja, wir machen schon weiter. Was ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen... Ne, hier ist nichts, okay. Dog? Irgendwas scheint der Dog damit machen zu können. Selbst Otchin kann sich da nicht durchbeißen. Oder er kann halt auch nichts machen. Aber die Eis-Pikmin.
Die freezen das hier. Der smarte Boy. Im Handumdrehen komplett gefroren. Es sieht aus, als könnten wir es zerbrechen. Schnell, gib Ochin den Befehl. Ochin! Bam! Ochin wie ein Meister macht er das. Nee, noch nicht wegtragen. Wobei doch eigentlich schon. Normaler Pikmin kann das hier machen. Ich wechsle zu Ochin. Bam! Let's go! Das machst du ausgezeichnet, weiß ich. Habe ich auch studiert damals. 1862. Ich weiß das noch. So. Allesamt bitte mitkommen. Wie viel haben wir insgesamt? Ich weiß, ihr seht das nicht. Es sind 29 von 29. Genau. Damit ihr da Bescheid wisst. Und ich glaube, es ist nur so eine Vermutung, dass jetzt wieder eine Cutscene kommt. Wir haben die gestrandete Person gefunden. Überprüfen wir schnell die Lebenszeichen. Puls, Blutdruck, Körpertemperature, alles im normalen Bereich so. Aber das Lebenserhaltungssystem hat ganze Arbeit geleistet. Jetzt bleibt nur noch der Transport zu Bagel. Dann können wir uns die Visitenkarte ansehen. Wir transportieren ihn jetzt mit 3 Pigments. Achso, ihr transportiert ihn nach da hinten. Okay. Ja, dann gehen wir da doch gerade hin. Haben wir mittlerweile wieder Pigment gefunden? Nein, die wir durch Nektar stärken können. Aber können die nicht noch stärker werden als nur Blume? Geist, es ist so lange her. Es tut mir leid. Ey, ich bin mir sicher, weil Pigment so eine Nische ist, dass jetzt hier so Pigment-Fans zuschauen, die einfach die ganze Zeit nur da sitzen und mich komplett ranten, weil ich keine Ahnung habe. Es tut mir leid. Gut gemacht. Sehen wir uns einmal an, was die Visitenkarte uns verrät. Oh, das ist doch Russ. Ich wusste es. Ich hab's doch gecallt. Erfinder, Materialexperte und leidenschaftlicher Wissenschaftler. Aus rohen Materialien kann er nützliche Hilfsmittel fertigen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Das ist Russ, ein Wissenschaftler, wie du gerade vorgelesen hast. Sein technisches Wissen wird uns auf der Mission von großem Nutzen sein. Du hast Russ gefunden. Noch 3 Crewmitglieder, Geist. Ja, wir lesen das jetzt nicht immer durch, Geist. Das ist so viel Text, das ist zu viel. Okay. Alles erledigt? Ja, tatsächlich schon. Ich habe nur keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Und ich habe legit Angst, dass es dunkel ist, wenn wir jetzt rauskommen. Da hinten Pikmin? Ah nein, das ist der Nektar. Okay. Hier durch, gell, geht's hoch. Zurück zur Oberfläche. Ganz genau. Ein bisschen Glycerium gesammelt. Und alles komplett erforscht. Zu 100%. Let's go. Xenorchester um die Uhr. Dabei habe ich sie ganz bestimmt vor der Expedition synchronisiert. Wenn du an der Oberfläche gewesen wärst, hätte mindestens 6-mal mehr Zeit vergehen müssen. Aus irgendeinem Grund vergeht die Zeit auf diesem Planeten unterschiedlich schnell, je nachdem, wo man gerade ist. Warum das so ist? Kein Plan. Ich will es auch nicht erklären. Aber es bedeutet, dass du dir beim Erkunden von Höhlen Zeit lassen kannst. War das nicht andersrum? Ist die Zeit nicht schneller vergangen? Ich dachte es jetzt so, dass ich, wenn ich eine Höhle erkunde, mir nicht so viel Zeit lassen kann. Hey, die Zwiebel wurde absorbiert. Im Logbuch steht, dass es sich bei der hellen Knolle um eine Knobknolle handelt. Verschmilzt sie mit einer Zwiebel, erhöht sich die Anzahl der Pikmin, die sich außerhalb der Zwiebel aufhalten können, um 10? Let's go. Oh, da wäre ja noch, das wäre eine super Hilfe beim Erkunden. Dann versucht doch gleich mal mehr Pikmin aus der Zwiebel herbeizurufen. Insgesamt 30. Ja, ich müsste jetzt nur zurückfinden. Die Bagel ist ziemlich weit weg. Och nee, ernsthaft? Warte mal. Ist es nicht einfach nur hier geradeaus zurück? Ja, war doch jetzt schon Walk von 2 Minuten. Und was soll ich jetzt tun? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja, dann laufen wir halt einen Umweg. Ich habe keine Ahnung, was diese Eier sind. Oh, Nektar? Aber können die Pikmin damit noch was machen? Sieht nicht so aus. Okay, schade.
Lass uns mal, also die Hälfte der Zeit ist schon um, was halt nicht gut ist. Aber wir können dafür noch ein paar Gegner, mitnehmen. Viel Spaß, Pigments. Dafür nehme ich euch wieder mit. Und, oh, hier kann Otchin wieder was machen. Das Ding ist, ich glaube, ich habe das vorher wirklich falsch verstanden, weil die Tageszeit in der Höhle vergeht nicht mal halb so schnell. Das ist insane. Schaut mal auf die Uhr für so 10 Sekunden, wie schnell das geht. 1, 2, 3. Oh, und hier sind auch noch welche. Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Da und da auch. Wie viele sind denn hier? Wohin lauft ihr eigentlich? Oh, Gegner. Und da hinten noch. Haben wir? Ihr könnt die aus dem Boden rausziehen? Die Kreatur ist eingefroren? Ja, also das musst du mir nicht erklären, dass die Eispigments Gegner eingefrieren. Das hätte ich auch so gegettet, tatsächlich. Ja. 1, 2, 3, 10 Stück. Perfekt. Also, was gibt's hier? Ich habe immer... Oh, du siehst riesig aus. Aber den machen wir jetzt. Nein, nicht eine Karte ziehen. Ich wollte jetzt... Kreaturen sollte man immer gut im Blick behalten. Aber sobald sie sich bewegen, verliert man sich schon aus den Augen. Wenn du ZR drückst, es gibt einen Autofokus. Guys, wenn ihr ZR drückt, haben wir einen Autofokus. Los, ihr schafft das, Guys. Otchin, du machst das. Let's go, den haben wir. 10 braucht er. Haben wir 10? Ja, und den hier auch noch einer. Oh, hier können wir wieder Pikmin mitnehmen. Tun wir doch. Wir können doch mehr mitnehmen, wurde mir gesagt. Ja, hier brauchen wir 10 für, okay. Trägst du das noch mit? Okay, dann gehen wir jetzt zurück zum Schiff. Let's go. Wundervoll, da wären wir auch schon wieder. Hat doch überhaupt nicht lange gedauert. Ich finde super, dass wir so eine Zeitanzeige oben links haben. Da könnt ihr das immer so ungefähr abgleichen. Die hier brauchen noch... Ich habe hier mal mehr Pigments dazu gemacht, weil ich vielleicht... Also, ich habe die Hoffnung, dass das dann vielleicht so schneller geht oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Das ist schon huge jetzt. Aber ich kann jetzt nicht mehr mitnehmen, oder? Aber wir können jetzt... sozusagen farmen, falls wir welche verlieren, können wir jetzt hier theoretisch doch einfach ein paar mitnehmen, nicht? Wenn ich es richtig verstanden habe. Und was ist unsere Aufgabe? Suche nach der Rettungscrew. Ja, das mache ich schon seit Folge 1. So ziemlich. Ja, mitkommen. Deswegen, keine Ahnung, es dämmert langsam. Man merkt auch, es wird... Ey, ich find's cool. Ich find also diese fortgeschrittene Tageszeit echt cool. Ja. Wie mache ich Evening jetzt? Wie gehe ich schlafen? Alte Torbögen. Warte, ging das nicht? Tag beenden. Oder? Oder mir wird gesagt gleich, was passiert, wenn es Nacht wird. Oh, es ist schon spät. Bei unserer Arbeit ist es wichtig, Aufgaben rechtzeitig zu beenden und zur Basis zurückzukehren, bevor es dunkel wird. No. Wenn man nach Captain Olimars Logbuch geht, sollten alle Pikmin innerhalb dieses Radius sicher sein. Nachts scheinen die Kreaturen hier noch aggressiver zu werden. Falls irgendwo Pikmin zurückgeblieben sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sie einzusammeln. Ich habe alle Pikmin. Da hinten liegt ein Baseball, aber ich weiß nicht, wie man drankommt. Gut, wir haben keine Pigment vergessen. Drück ruhig Minus und beende die Expedition.
Abschlussbericht Tag 2. Wir haben Russ gerettet. Das ist sehr schön. Wir haben ein bisschen Glycerium gesammelt. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Das ist doch schön, nicht? Willkommen zurück, Russ. Es freut mich, dass du alles gut überstanden hast. War unbesorgt. Schließlich konnte ich mich auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Das war natürlich sehr hilfreich, doch ich wünschte, du hättest auch uns anderen erklärt, wie man es verwendet. Wenn ein Notfall eintritt, sollte ein Notausstiegssystem schließlich intuitiv und einfach in der Handhabung sein. Also jetzt wo du zurück bist, Russ, ich hätte deine Frage. Sind dir schon mal diese weirden Steine aufgefallen? Ach, mein lieber Colin. Nicht nur, dass mir die Steine bekannt sind. Ich habe sie auch bereits vollständig analysiert. Dabei fand ich heraus, dass sie bei Erhitzen ihre feste Form verlieren und sich nach Belieben formen lassen. Sogar ihre Eigenschaften ändern sich, wenn sie bestimmten Stimuli ausgesetzt sind. Ein wahrhaft vielseitiges Rohmaterial. Ja, ist doch super. Du verstehst wohl nicht. Das ist die ultimative Entdeckung. Nach einem solchen Material habe ich schon immer gesucht. Ich kalle zunächst den 3D-Drucker und dann können wir das Material nutzen, sobald du es zu Bagel gebracht hast. Das wird von größter Wichtigkeit sowohl für meine Arbeit im Labor als auch für meine andere Bauprojekte sein. Das ist ja richtig toll, Russ. Ich wusste doch, dass wir gut beraten waren, einen Materialwissenschaftler mitzunehmen. Mit dir an Bord wird unsere Rettungsmission bestimmt noch reibungsloser als bisher verlaufen.